Okay, ich guck jetzt mal, wo das Geheule herkommt. Verdammtes Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Der Kerl ist schon dumm, oder? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich habe zuerst gefragt, also raus mit der Sprache. Wenn ich beichten will, gehe ich zum Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Was mit Theresa passiert? Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden. Ist Gott was nach. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Okay. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Sei mir deine Schaufel. Die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Also gut. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so. Dann schlag ich dir die Zähne ein. Wirst du sterben! Kurva! So ist's recht! Sieh den Schwanz ein! Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigen. Okay, dann war Zeit, die Eltern zu bestatten. Ich würde gerne schneller laufen. Aber er ist halt
schon ein bisschen stark überlastet. Dann haben halt einfach noch Geld dabei. Eine Brezel. Geh nicht mal rum. Oh, alte Stiefel. Oh, der hat auch nichts mehr. Der hat auch nichts mehr. Die Schmiede steht noch. Naja, so einigermaßen. Dein Haus auch. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Wo genau? Beginne zu graben. Ein paar Stunden später. A few hours later. Also. Legen wir mal los. Verdammt nochmal. Ich bin überladen, ich kann sie nicht tragen. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast.
Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Okay. Fuck. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Warum ist er auf einmal so leise? Und nun ergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Stimmt, hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Oh! Theresa! Hört auf mit den Spielchen! Heilige Scheiße! Ich glaube, dass es Theresa war. Deep Silver Presents. Die Frage ist, was wäre passiert, wenn man sie nicht, wenn ich sie nicht gerettet hätte? Wir werden noch seine ganzen Sachen im Inventar, ich muss die Hälfte verkaufen.
wurde ziemlich zusammengeprügelt von dem Typen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das Erwachen. Leszarás, és pont mikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Ne szeress! Jaj! Brauchst du Hilfe? Heinrich. Heinrich. Hallo. Jetzt steh halt mal auf, Junge. Es ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Junge. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie hast du mich gefunden? Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder. Meine Familie. Meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja. Alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Einfach eine neue Rolle spielen. Sie haben nach mir gesucht? Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Müde. Ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach.
bist noch schwach und hast vieles vergessen. Ja? Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Bin ich. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege schon viel zu lange hier rum. Viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Mühlarbeit. Seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Okay. Ah, da ist alles drin. Vergeltung. Reiseort. Jagdhandschuhe, gepresste Rüstung. Warhorse, kann besser. Nackenschutz. Trägt doch gar keine Hose. Macht am meisten Damage. Dietrich habe ich.